Anfang der Sendung oder zu Beginn der Sendung wird es heute magisch bei uns. Ja, sie begeisterten ein Millionenpublikum bei America's Got Talent. Sie verzauberten ihr Publikum in Las Vegas und Sydney, sind Weltmeister der Mentalmagie und gastieren Anfang April auch im schönen Ländle in Vorarlberg. Freue mich sehr, Sie jetzt zugeschaltet begrüßen zu dürfen. Tommy Ten und Amélie Fantas, die Clairvoyants. Hallo, schönen guten Abend und herzlich aber willkommen. Hallo. Hallo, Dankeschön. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Und unser eigentlicher Star der Show, Mr. Conny Hundini, hat sich nicht nehmen lassen, auch vorbeizuschauen. Ja, wunderbar. Dann natürlich auch an ihn ein herzliches Willkommen. Das wollen wir natürlich nicht aussparen. Ja, lasst uns ein bisschen euch auch vorstellen. Ich glaube, ihr seid zwar international sehr, sehr bekannt, habt schon große Erfolge gefeiert, im Ländle vielleicht noch nicht ganz so bekannt. Fangen wir mal damit an. Tommy, du hast als junger Bub eigentlich schon angefangen, dich für Magie zu interessieren. Taschentricks, Hütchenzauber oder was war denn das? Oder was hat dich da auch begeistert und warum bist du denn überhaupt in die Magie, die Welt der Magie eingetaucht? Ja, ganz genau. Also mich hat schon eigentlich mit 10 Jahren sozusagen die Magie begeistert und gefesselt. Ich habe damals so einen Zauberkasten und ein Zauberbuch geschenkt bekommen von meinem Bruder. Und ich bin irgendwie gleich in diese magische Welt eingedrungen und habe es gar nicht mehr weggelegt. Und irgendwann waren es dann einige Zauberkästen und einige Zauberbücher. Und ich habe dann auch begonnen, bei Kongressen mitzumachen und habe übrigens mit 13 damals in Bregenz zum allerersten Mal beim Kongress mitgemacht und sogar die österreichische Meisterschaft dort gewonnen. Also das war ein guter Einstieg, sage ich mal, in meine weitere Zauberkarriere. Mhm. Und seitdem halt alles Mögliche gemacht. Und schlussendlich, wie Amélie und ich uns kennengelernt haben, vor ziemlich genau 10 Jahren, das war im Zusammenhang mit der großen Chance damals im ORF, mhm, haben wir eigentlich gemerkt, dass wir gemeinsam so gut harmonieren, dass wir gemeinsam was auf die Bühne bringen wollen, was anders ist, was Leute irgendwie fesselt, was menschliche Phänomene zeigt. Und ja, seitdem sind wir jetzt eigentlich gemeinsam auf Tour, weltweit unterwegs und bald auch bei euch. Super. Ja, Amélie, auch natürlich an dich die Frage. Seit 10 Jahren seid ihr jetzt gemeinsam unterwegs, aber wie bist denn du in diese Welt eingetaucht und wann hat das bei dir angefangen? Auch so früh wie beim Tom? Also bei mir war es so, dass die Bühne schon immer so mein Zuhause war, von klein auf. Ich habe mit 6 Jahren angefangen zu tanzen, dann kam bald Schauspiel dazu. Also das war schon immer so meins und ich glaube, es war klar für mich und auch für meine Eltern, okay, das ist irgendwie die Zukunft, ob es beruflich ist oder nicht, das war damals noch nicht so klar. Ich habe einfach gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und durch diesen Tanz bin ich ja eigentlich dann, habe ich dann Tommy kennengelernt, durch die große Chance. Und damals war mein Job zu erscheinen auf einer Bühne. Und ich dachte mir so, okay, ich kann tanzen, ich kann auf der Bühne stehen, aber wie soll ich eigentlich erscheinen? Und natürlich muss man das so ein bisschen üben, das Erscheinen. Und ich habe das dann gemacht und bin dann drauf gekommen, später erst, was ich da eigentlich gerade für ein Wunder kreiert habe. Weil wenn man so in dem Prozess drinnen ist, dann ist das einfach so und dann erscheint man und dann ist man da. Aber wenn man wirklich im Zuschauerraum sitzt und diese Position kenne ich ja auch und auf einmal steht da jemand, der vorher noch nicht da war, ist doch fantastisch. Und da hat mich echt das Feuer gefangen und seitdem ließ es mich nicht mehr los und ich bin der Magie verfallen. Und was soll ich sagen? Amélie hat es gleich richtig gemacht. Die hat sich jahrelanges Training erspart. Ihr erster Auftritt gleich Live-Fernsehen mit Konfetti und Pyroregen aus dem Nichts erscheinen. Also wenn dann gleich richtig. Wenn dann richtig. Gleich ja, richtig. Immer meine Devise. Keine Abkürzung. Super.